Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Unity, sag ich. Syndicate! Was habe ich jetzt mit Unity gehabt, Leute? Wir sind bei Sequenz 6. Vertrag ist Vertrag. Und ab geht's bei Syndicate und nicht Unity. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! So, das wird wieder eine Verfolgungsjagd, das sehe ich schon. Oh, wir müssen einfach verteidigen, okay. Hoffentlich schaffen wir das. Die haben einen scheiß Vorsprung. Oh, die sind auch so schnell, verdammte. Oh. Hoppla, falsche. Entschuldigung. Entschuldigung. Och, geht doch mal weg hier. Weißt du was? Wir müssen das anderes machen. Alter, willst du mir am Sack gehen? Verpiss dich, du Arschloch! Ah, es geht auch so. Die Kutsche fährt wenigstens weiter. So, verpiss dich. Falsch, 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 Pferd! Du dummes Pferd, hier sollst du lang. Doofer Gaul, blöder. Ja, das ist wieder so eine Drohmission. Ich hasse solche Deppenmissionen. Also das mit der Kutsche, das ist richtig dämlich gemacht, muss ich sagen. Das ist nicht so nice. Ja, jetzt geht mal der wieder am Sack hier. Oh, die fährt natürlich davon. Ja, ich kann den nicht töten. Hallo. Das funktioniert ja super. Das ist unglaublich dämlich. Das ist so dämlich, ich kann nicht mal angreifen. Greift nicht an, Leute. Jetzt, na endlich. So ein Scheiß. Werd die Mission eh verlieren, weil der weg ist wahrscheinlich. Ach Gott, ist das dämlich. Wie ich solche Missionen hasse. Wo muss ich denn hin überhaupt? Das ist so dämlich. Solche Verfolgungsmissionen sind so dumm gemacht in Syndicate. Ausweichen ist eh... Ja? Und fahren ist auch eh. Na, was glaubt ihr, was ich mache, wenn ich verteidigen dann drücke? Also ausweichen. Fahr wieder. Dann holt mich er wieder aus dem Sitz raus. Richtig geschissen gemacht. Also Verfolgungsjagd in Syndicate sind der größte Dreck. Das muss ich schon sagen. So, rüber da. Ja, ich bin da. So, ab zur Fabrik. Was für eine Deppenmission, ey. Ja, jedes Spiel hat eine Deppenmission, das hier hat einige davon. Die Verfolgungsjagden sind wirklich kein Spaß, Leute. Kutschfahrten sind schon lustig, aber Verfolgungsjagden sind scheiße einfach. Sie sind von der Tastenkombi so dämlich gemacht. Da ich, Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich... Oh, Mädchen. Hopp. So, wir sollen da rauf, glaube ich. Ey, fahr mich doch nicht über den Haufen, du Depp. Eieiei. So, das machen wir jetzt wieder leise. War da nicht einer? Schauen wir mal. Oh, einer? Halleluja! Leute, da sind ein paar. So, das soll man stehlen, das machen wir. So, fangen wir mal irgendwie an. Irgendwie muss man anfangen, komm her. Komm zu Daddy, zu Mama, wie auch immer. Zack, und Ruhe ist. Einer weniger? Ach du Scheiße, sind es viele, ey. Und der haut ab jetzt, oder was? Lol. Dann werden wir einfach töten.
Ja, es geht doch ganz einfach, Leute. So einfach kann's gehen. So. Plünder mal. Ey, hau ab, du. Komm, lass mich den plündern hier und dann. Komm, gib Ruhe. Lasst mir einfach den plündern und ihr würdet überleben. Aber nee, wenn ihr dämlich seid. So ist jetzt hier Ruhe. Oh, das glaube ich nicht. Okay, dann töten wir halt alle. Kein Problem. Müssen wir alle töten. Habe ich aber kein Problem damit. Die wollen halt sterben, ne? Ist halt so. Wenn jemand sterben will, bitte. Ich behilfe ihm da schon. Komm, Dicker, stirb. So, ist jetzt hier Ruhe endlich oder möchte noch jemand sterben? Na, geht doch. Warum denn nicht gleich so, ihr Schwachunis? So. Kleine Plündertour hier, wenn wir schon mal hier sind. So, wir müssen jetzt entkommen einfach nur. Das sollten wir schaffen. Ich gehe nur ein bisschen klauen da, Leute, weil... Why not, ne? So, draußen sind wir. Wie weit ist es? Oh, ist nicht so weit. Kann ich sogar zu Fuß gehen. Ist wirklich nicht so weit. 150 Meter noch. Hier, komm. Hier für Sie. Danke. So, jetzt müssen wir da rauf, glaube ich. Yep. Dann kommt da nicht wieder ein Zug. Wir sind dann einmal fast überfahren worden. Na, nicht nur einmal. Öfter schon. So, da sind wir. Wir haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Alles klar. Ja, und sogar das extra da, das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Sogar das haben wir hingekriegt. Läuft, würde ich sagen. Läuft. So. Was machen wir jetzt? Da hinten ist eine Mission. Hier haben wir unseren Zug. Wo war die Mission? Ich habe da irgendwas gesehen. Was ist D? D ist neu, hä? Darwins Orchidee. Okay. Das hört sich interessant an. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir eine Mission. Da haben wir noch eine Mission. Das müssen wir noch einnehmen übrigens, ne? Ja, ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, machen wir halt die nächste Hauptmission. Ist doch kein Problem. Und wir werden eine Schnellreise machen, denn das ist sicher 1000 weg oder über 1000. So, wie komme ich da jetzt runter? Ich sehe keinen Heuhaufen nämlich. Gar nicht wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir so runter. Wir wollen nicht platt sein. So. Hopp. Wo ist die Mission dahinter? Okay. Na, geh runter, Ivi. Hoffentlich überlebe ich das. Ja, es geht schon. Es geht schon, es geht schon. So. Was haben wir hier für eine schöne Mission? Sequenz 6. Eine Frage der Identität.
Busfeder wütet weiter. Ich nehme eine. Bitteschön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredger auch nicht helfen. So, dann sollen wir den umlegen, nehme ich an. So, zuerst schauen wir uns um. Keinen Polizisten töten. Oh, nö, nicht euer Ernst. Das wird wieder schwierig. Die lassen mich auch sicher nicht rein. Oh, doch, es ist neutral. Verhaltet euch friedlich, Jungs. Ich will da keinen Stress haben. Gefangen nehmen, wie? Oh Gott, boah, wir müssen jeden Bullen da einzeln ausnocken, Leute. Oh, das ist eine Verarsche. Ho, ho, ho. Na, fangen wir mal an. Ja, das ist natürlich klar, dass das hier nicht funktionieren kann. Oh Gott, oh Gott. Wo wissen die, dass ich hier bin? Ja, eigentlich schon. Alter, scheiß auf, keinen Polizisten töten, ey. Wir nieten die einfach alle um und fertig. Das hat noch immer funktioniert. So, wo ist denn der Typ? Der haut ab, oder was? Geh mal auf die Seite da, alle weg. Scheiß auf, keinen Polizisten töten, das ist Blödsinn. Es geht so viel bequemer. So, haben wir den Arsch hier? So, wir gehen jetzt, Junge. Weg da. So. Wir sind entkommen, Gott sei Dank. Haut hin, einen Bullen haben wir umgenietet, aber der hat's verdient einfach. Nur einer, eigentlich waren wir sehr gut. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Aberline hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt. Immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von... Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde sie im Auge behalten. Ja, ja, ja. Alles klar, Sergeant. Freddy. So, das haben wir wunderbar geschafft. Zwar nicht das Bonusziel, aber das ist mir wurscht, ehrlich gesagt, weil das ist zu stressig, hier keinen Bullen zu töten. Ich meine, da sind Hunderte da drin, ey. So. Liebe Freunde, was machen wir denn Schönes? Gehen wir gleich hier hin. Why not? Sequenz 6, bla bla bla. Das heißt, Schnellreise hier hin. Die Zack-Bum-Bang-Taktik machen wir heute. Und ab geht's. Schöne Schnellreise. Und dann machen wir eine schöne Mission. Eine Sequenz 6 Mission. So, jetzt müssen wir schauen, wieder neu markieren, weil ich weiß die Richtung nicht. Da ist es. So, komm, markier. Hopp, ist markiert. So, wo ist es? Da. Das heißt, wir gehen darüber. Ja, das funktioniert ja wunderbar, Leute. 1A, das Ganze. Zack, bum, bang. Und gleich sind wir bei unserer Mission. Dürfte ich mich auch rüberschwingen zu einem der Röhrchen da. Dampfröhrchen oder geht's? No, geht nicht, aber in die Nähe kommen wir zumindest. Ja, was heißt, es geht nicht? Einfach da runter und wir sind da. So schaut's aus. Allerdings die Bullen da oben, die gefallen mir nicht so.
Ich denke, der möchte sterben, oder? Ja, wobei, wir müssen eh darüber. Das habe ich mal ein bisschen falsch angeschaut. Hat die eine schlechte Optik? Hier ist unser Auftrag. Hallo, Sir! Ein Hauch von Tee! Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten, Mr. Plutus? Schauen wir mal, was wir alles kaufen können. Wir haben alles. Okay, passt. Wir sollen wohin? Darüber, okay. Sehen Sie sich doch einmal an, was ich heute mache. Ich habe alles, dankeschön. Da sind einige Gegner. Wir sollen das alles durchsuchen. Gut, machen wir es leise. Ich versuch's zumindest. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.